In der heutigen Folge habe ich etwas für all diejenigen unter euch, die sowohl leidenschaftlich gern zocken, also irgendwie gefühlt alle, die bei uns hier auf dem Channel unterwegs sind, als auch gerne Anime schauen wollen. Die Rede ist wie... Hallo Nemo, leg mich doch am Arsch. So, nicht mitten in der Aufnahme. Spasti. Kacke. Herzlich willkommen beim Buddy Club und zu der ersten Ausgabe von Anna. In der heutigen Folge habe ich etwas für all diejenigen unter euch, die so... Ne? Genau. Und? Nein. Ja, ich weiß, ich habe ziemlich auf die Kacke gehauen, aber das liegt auch daran, dass dieser Anime wirklich cool ist. Die Rede hierbei ist nämlich vom Psycho Pass. Psycho Pass ist der Feder von niemandem geringer entstanden als Gen Urobuchi. Und vor die Animationen zeichnete sich das auch gerade nicht so bekannte Animationsstudio Pratchett, der IG, verantwortlich alleine dem Animation-Code. Ah? In der heutigen Folge habe ich etwas für all diejenigen unter euch, die so wie ihr sowohl leiden, die so wie ihr sowohl... Alter, was ist denn das für ein Deutsch? Scheiße. ...einer anderen Person, dessen Tod herbeigeführt werden kann. Bald entfacht in ihm ein grausiger Plan, getrieben von starker Selbstjustiz. Doch seine Taten bleiben nicht lange unbemerkt, denn die Polizei fängt langsam an, in den sonderbaren Todesfällen zu ermitteln und bezieht über kurz oder lang einen recht merkwürdigen externen Entwickler... Entwickler? Ja, Ermittler meine ich. In der heutigen Folge habe ich etwas für all diejenigen unter euch, die sowohl leidenschaftlich gern zocken, als auch gerne Anime schauen wollen. Die Rede ist, wie Kenner sicherlich schon gemerkt haben, beziehungsweise wie alle, die den Videotitel lesen können, scheiße, ich sollte nicht mit der Hand auf den Tisch hauen, wenn ich rede.